Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Reha Klinik und Hirslanden. Sie schauen Checkups Gesundheitsmagazin auf Telezüri. Ganz herzlich willkommen. Es ist Frühling, Tage werden länger und wärmer. Und mit den steigenden Temperaturen steigt auch die Zahl der Freizeitsportler, die es nach einem langen Winter wieder raus in die Natur zieht. Ganz hoch im Kurs ist Jogging. Doch Achtung, besonders für Neueinsteiger ist Jogging auch gefährlich. Wir zeigen Ihnen die Folgen des falschen Jogging und geben wertvolle Tipps, wie es richtig geht. Es macht Spass. Und ja, ich kann dann abstellen, ja. So, du hast joggen? Auch zum fit bleiben. Weil es einfach Spass macht. Ich fühle mich wohl dabei. Es ist ein Ausgleich. Es gibt viele Gründe zum Joggen. Und es gibt erst recht Gründe, um es richtig zu machen. Sonst endet man wie der Christian Regli auf dem Schragen eines Physiotherapeuten. Die Beschwerden, die können auftauchen während dem Joggen, dass man einfach irgendwann mal am rechten oder am linken Wädli das einen Zwick gibt und dann schwillt das einfach an, das Wädli, und man ist eigentlich, man kann nicht mehr weiter joggen, also man kann dann heimhumpeln quasi. Und nachher monatelang in Therapie. Geht der Schmerz eher weg, wenn ich den Wadel ein bisschen dehne so? Der Physiotherapeut André Burmann kann sich über die Zwillingarbeit auf jeden Fall nicht beklagen. Achillessehnenbeschwerden und damit auch hartnäckige Verspannungen der Muskeln sind die häufigsten Probleme, die beim Jogging auftauchen. Aber lang nicht die einzigen. Neben dem haben wir hier an den Fersen haben wir die Fersenspannproblematik, sind Entzündungen. Wir haben Kniebeschwerden bis hin zu Hüftbeschwerden. Und im schlimmsten Fall sieht man bei Leuten, die übertreiben, auch Frakturen, Ermüdungsfrakturen von Mittelfußknochen bis hin zu Schenkelhalsbrüchen. Der Heilungsprozess geht meistens monatelang und ist beschwerlich. Vor allem könnte sich ein Großteil der Freizeitsportler den Ärger ersparen. Denn der Ursprung des Problems ist nicht der Körper, sondern der Kopf. Mit anderen Worten, falsche Ehrgeiz. Ich tue das ganze Jahr biken. Im Winter mehr biken, eigentlich nicht mehr joggen. Und sobald es jetzt ein schönes Wetter wird, wie jetzt, dann zieht es mich einfach raus. Und das am liebsten jeden Tag. Für Herz und Kreislauf ist das kein Problem. Bei regelmäßigem Training gibt es nach 3 bis 5 Wochen diesbezüglich schon Fortschritte. Doch der Körper an und für sich hinkt buchstäblich hinten rein. Was man aber nicht sieht, ist das einfach das Sehnenmaterial. Und da rede ich über Sehnen, Bänder, Sehnen, Scheiden, Knorpel und Knochen. Physiologisch viel mehr Zeit braucht und einen viel langsameren Stoffwechsel haben. Das kann bis zu einem Jahr, anderthalb gehen, bis sich das richtig anpasst an die neue Belastung. Ein anderer wichtiger Teil ist die Ausrüstung. Der Markus Riffel, Silbermedaillengewinner an den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles, hat sich aufs Schuhwerk spezialisiert. Der grösste Fehler ist, dass man bei der Schuhwahl seine Lieblingsfarbe natürlich gerne ins Spiel bringt. Oder seine Lieblingsmarke. Doch der richtige Schuh ist wichtig. Er muss am Fuß helfen, das 2- bis 3-fache Körpergewicht abzufedern. Das kann er in erster Linie nur dann optimal, wenn er auf die Fußform abgestimmt wird. Also, dann dürfen Sie gerade mal hier auf den Spiegel draufstehen. Dann schauen wir mal Ihren Fuß genauer an. He? Wenn wir jetzt hier den gelben Abdruck mal anschauen, haben wir eine Belastung vom Fersen über den Mittelfuß im Vorfuß führen. Das sieht auf den ersten Blick sicher mal sehr gut aus. Wir haben eine leichte Absenkung des Längsgewölbes, aber grundsätzlich würde ich doch sicher sagen, haben wir den Normalfußabdruck drin. Ein anderer Faktor ist der Laufstil. Wer auf dem Fersen absteht, braucht einen anderen Schuh als einen sogenannten Vorfußläufer. Idealerweise, wenn man ins Fachgeschäft geht, nimmt man seinen alten Schuh mit. Weil der Verkäufer sieht sofort am alten Schuh, ist man jetzt eben ein Fersen, ein Vorfußläufer. Ist man einer, der nach innen knickt, nach außen knickt. Zurück in die Physiotherapie von André Burmann. Für ihn gibt es noch weitere wichtige Punkte. Erstens, einen langsamen Aufbau. Als absoluter Neueinsteiger in der Anfangsphase nicht mehr als 15 Minuten rennen. Er empfiehlt, zwischen ihnen sogar immer wieder zu laufen. Zweitens, aktive Regeneration, sprich Stretching und Kraftübungen. Das sollte wirklich jeder machen, das ist wichtig. Das sind die Koordinations- und Balanceübungen, sind schaurig wichtig. Man trainiert nämlich die Kleinmuskulatur. Also wirklich die Muskulatur, die nahe am Gelenk ist. Und die Muskulatur sorgt für die Stabilität in so einem Gelenk. Und das wirkt enorm prophylaktisch auch für spätere Verletzungen, die man eventuell könnte haben.
Also wenn man solche Übungen macht, kann man wirklich Verletzungen vorbeugen, auf jeden Fall. Zusammengefasst nochmal die wichtigsten Punkte. Erstens, langsamen, sorgfältigen Aufbau. Zweitens, gute, angepasste Laufschuhe, eventuell sogar mehrere. Drittens, Stretching und einfache Kraftübungen, sprich aktive Regeneration. Viertens, regelmäßiges Training, wenn möglich dreimal pro Woche. Und fünftens, im Sommer am Morgen oder am Abend trainieren, wegen dem Ozon. Check-up wünscht gute Gesundheit und vor allem viel Spass. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist noch nicht erwähnt worden. Joggen eignet sich nämlich nicht für alle. Wer zum Beispiel unter Arthrose leidet, sollte darauf verzichten. Gute Alternativen sind in diesem Fall Velofahren und Schwimmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Check-up, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Reha-Klinik und Hirslanden.